Hallo, ich begrüße euch hier zu einem neuen Ameisen-Nicht-Update. So habe ich mal jetzt hier ein Format genannt, was ich, das bedeutet eigentlich nur, dass ich etwas über Ameisen sage oder so, aber es läuft einfach nicht ab wie ein normales Ameisen-Update. Also ich werde jetzt nicht hier die ganzen Kolonien zeigen und so, ihr könnt hier die Lasius ein bisschen beobachten. Und ich werde etwas reden. Kann auch mal irgendwelche Ameisen-Nicht-Updates geben, bei denen ich dann gar nicht rede. Oder halt irgend so etwas, was mit Ameisen zu tun hat, aber nicht der normalen Form eines meiner Updates entspricht. Genau. Ich habe gerade bei den Campanotus nicobarensis ins Reagenzglas geguckt. Ich schätze, es müsste jetzt ungefähr eine Woche her sein, dass ich die das letzte Mal gefüttert habe. Und ich habe eine kleine Larve gesehen, glaube ich zumindest, oder halt irgend so etwas in der Art, bin ich natürlich super froh. Ich bin auch sehr, sehr glücklich für all die Tipps, die ich bekommen habe und so etwas. Hat natürlich super geholfen, also die Variante, dass man die dann jetzt einfach mal eine Woche lang in Ruhe lässt und davor mal kurz mit Insekten und etwas Honigwasser füttert. Und dann einfach irgendwo in den dunklen Schrank und nicht mehr reinguckt. Das hat super funktioniert. Das kann ich euch auch nur ans Herz legen, wenn ihr irgendwie Probleme mit einer Kolonie habt. Die wird ja locker mehr als eine Woche komplett ohne Futter überleben. Ja, und so kann die sich dann mal komplett erholen. Also dann soll gar nichts an die Kolonie rankommen. Genau, dann jetzt weiter zu den Lasius Queens. Ich habe ja noch eine weitere gefangen, zu der ich eigentlich noch ein Video machen wollte, aber das habe ich nicht mehr gemacht, weil das auch eine Lasius-Königin ist und wahrscheinlich auch eine Lasius-Niger-Königin. Zumindest keine Sozialparasitäre. Und wenn es keine Sozialparasitäre ist, dann gibt es eigentlich sowieso keine großen Haltungsunterschiede. Nur die Koloniegröße schwankt ein bisschen. Und halt die Arbeiterinnengröße, aber sonst ist das ja so gut wie gleich alles. Ja, die meisten haben jetzt Eier. Ich habe, glaube ich, vor 3 Tagen das letzte Mal da reingeguckt. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Müsste stimmen. Und die haben da, ja, die haben so einen ordentlichen Batzen Eier gelegt. Also so 10 Eier, so wie man es halt so von gründenden Königinnen kennt. Oh. Jetzt noch etwas zu dem Messor. Ich bin ein bisschen, nicht mehr wirklich in Sorge, aber es nervt ein bisschen bei denen. Denn dadurch, dass ich keinen Deckel mehr nutze, sondern nur noch den Ausbruchschutzrahmen, entweicht die Luftfeuchtigkeit super schnell aus dem Nest. Heißt, ich muss das alle, ja, so einmal am Tag locker bewässern, mit 6 Milliliter bewässere ich das dann. Und das ist dann, wenn ich das jetzt nachmittags 2 Uhr bewässere, für die meisten ist es wahrscheinlich noch Mittag, ja, ist auch eigentlich eher Mittag, dann ist das am Abend wieder komplett raus. Das Nest ist dann staubtrocken. Das macht den Messer zwar nicht so wirklich was, da die aus sehr mediterranen Gegenden kommen und daran gewöhnt sind und so. Und ja auch noch eine Wasserquelle zur Verfügung haben. Aber es nervt natürlich trotzdem ein bisschen. Ja, dann sind die jetzt auch noch gewachsen, die Kolonie. Und ich kann eine Körnerkammer sehen. Also die eine, die werden sicherlich nicht mehrere haben. Und anscheinend mögen sie Sesam sehr gerne. Und dann entweder Hirsekörner oder irgendwelche anderen Körner. Das waren 2 runde Körnerarten. Keine Ahnung mehr. Ich kann es mal vielleicht noch in die Beschreibung schreiben. Jedenfalls, die haben sie auch angenommen. Und da jetzt eingelagert. Da bin ich ganz froh, zu sehen zu können, wie viele Körner die noch haben, dass ich immer weiß, ob ich jetzt was dazu füttern muss. Ja, dann kann ich noch zu denen sagen, dass die, wenn ich das Nest von denen dann wässer, dass die dann ziemlich aktiv sind. Die sind dann ziemlich glücklich und laufen überall herum und so. Ja, das sollte es jetzt gewesen sein.
Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Bei meiner selbstgefangenen Cerviformica fusca Königin habe ich nicht mehr vorbeigeguckt, weil ich die jetzt etwas mehr in Ruhe lassen möchte. Und die Camponotus Herculeanus Königin, ja, die hat jetzt immer noch ihre 7 Puppen, die weit entwickelt sind. Bei einer konnte ich schon die Augen der Ameise da durchsehen. Und sie hat jetzt, glaube ich, auch schon mehr Puppen, weil vor 2-3 Tagen, da war eine ziemlich große Larve da und auch noch einige kleinere Larven. Also es sollten jetzt mindestens 8 Puppen sein, die dann auch wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen schlüpfen werden. Und da muss ich mich mal um eine Arena bemühen. So, das war's mit diesem Ameisen-Nicht-Update. Ich habe das mit meiner eigenen Kamera aufgenommen. Mit der kann ich sowas Kleines sicherlich ganz gut machen. Und dann vielleicht halt immer mal wieder die Lasius zeigen. Weil man bei denen ja im Moment am meisten sieht, ist ja die größte Kolonie. Boah, mehr gibt's wirklich nicht zu sagen. Wünsche ich noch einen schönen Abend. Kommentiert, liked, abonniert und teilt das Video auch gerne mit anderen Ameisenbegeisterten oder halt vielleicht auch nicht Ameisenbegeisterten, das ist mir eigentlich egal. Es wird auch reichen, wenn ihr einfach nur die anderen Videos noch von mir guckt. Wäre ich natürlich sehr froh. Ja, einen schönen Abend noch. Tschö.